Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 137 Eine Seele von Mensch. Zweiter Teil. Es folgten wenige Minuten, in denen Hermine mit verklärtem Blick ins Leere starrte, doch Remus ging davon aus, dass es in ihrem Kopf laut tosen müsste. Er schmunzelte, als er sich daran erinnerte, wie sie einmal gesagt hatte, es ließe sich in Gesellschaft besser denken. Sie wollte den Faden nicht verlieren und er hütete sich davor, sie zu stören. Er hatte nie gewusst, was Severus getan oder gesagt haben konnte, um die Aufmerksamkeit von Harry und Hermine zu erlangen, doch jetzt, dank ihrer eigenwilligen Art, Probleme durch Selbstgespräche zu lösen, hatte er endlich erfahren, was die beiden, besonders Hermine, so beschäftigte. Severus war ein Mysterium, das sie ergründen wollte. Hat er Harry womöglich damit neugierig machen wollen, nur um ihn in seiner Nähe zu behalten? Fragte sie leise in den Raum hinein. Hier schaltete sich Remus ein, denn er sagte mit milder Stimme, um sie nicht zu erschrecken. Es war doch aber Albus gewesen, der ihm die Stelle als Lehrer angeboten hatte. Es war sehr zeitig. Hermine blickte zu Remus hinüber und überdachte seine Zwischenbemerkungen, bevor sie einsichtig sagte. Natürlich war es Albus. Albus hat nicht nur Harry, sondern auch Severus an die Schule gebunden. Er hält wie immer die Fäden in der Hand. Er manipuliert. Dich hat er nicht manipuliert, Hermine. Albus hatte mit deiner Entscheidung nichts zu tun, denn du hast aus eigenen Stücken bei Severus zugesagt. Hielt Remus ihr vor Augen und sie musste innerlich zustimmen. Denn soweit sie wusste, war es eine spontane Entscheidung von Severus gewesen, ihr die Stelle überhaupt zu unterbreiten. Eine Sache konnte Remus nicht verstehen, weswegen er wissen wollte. Aber warum sollte Albus dafür sorgen wollen, dass Harry in Severus Nähe bleibt? Mit todernster Miene antwortete sie auf seine Frage. Weil Albus weiß, was damals mit Severus geschehen ist. Remus' Augen weiteten sich, doch bevor er etwas dagegen halten konnte, ergriff sie erneut das Wort. Das ist nicht nur eine wilde Vermutung, Remus. Er hat es mir gesagt. Albus hat zugegeben, dass er versprochen hätte, kein Wort über die Angelegenheit mit Severus zu verlieren. Von ihm würde ich nichts erfahren. Stattdessen hält er Harry und mich dazu an, weiterzumachen. Womit weiterzumachen? Das ist die große Frage! Sagte sie absichtlich hysterisch klingend. Vielleicht damit weiterzumachen, in seiner Nähe zu sein. Harrys Anwesenheit bewegt etwas in Severus, ruft starke Gefühle hervor. Sie begannen wieder zu murmeln. Die Decke, Harrys Hilfsbereitschaft. Ihre Gedankengänge sprangen wie wild umher. Severus will mich vergraulen, mich loswerden. Vielleicht wirke ich auf ihn schon so wie Harry? Und er hat Angst vor der Veränderung, die wir in ihm hervorrufen. Das erklärt zumindest, dass er sein eigener Irrwicht ist. Habe ich das richtig verstanden? Fragte Remus entgeistert. Severus ist dein eigener Irrwicht? Sie nickte und erklärte. Ja, ich habe ihn gesehen. Sein Irrwicht war nur durch ein Merkmal vom echten Severus zu unterscheiden. Auf den Kopf gefallen war Remus nicht, weswegen er laut vermutete. Hellere Augen? Wieder nickte sie bestätigend. Das ist ungewöhnlich, Hermine. Ich habe noch nie davon gehört, dass man selbst sein eigener Irrwicht sein könnte. Erklärte er, denn er hatte schon etliche in seinem Leben gesehen, auch die von anderen Menschen. Wie kann jemand sich selbst so sehr fürchten, dass es die größte Angst darstellt? Sein Irrwicht war ja nicht immer so. Er hat mir erzählt, dass er im Laufe seines Lebens verschiedene gehabt hat. Einmal war es ein...
Sie stoppte sich selbst, um Remus nicht in eine unangenehme Situation zu bringen, doch er fragte nach. Ein was? Ihn entschuldigend anblickend, offenbarte sie. Ein Werwolf. Wie sie es geahnt hatte, hatte Remus mit dieser Information schwer zu kämpfen. In seinem Gesicht war Reue zu erkennen, denn noch immer konnte er sich den so vielen Jahren zurückliegenden Vorfall nicht verzeihen, obwohl ihn keine Schuld traf. Hermine lenkte ihn von seinen Gewissensbissen ab. Vielleicht will er mich loswerden, weil ich zu viel Zeit mit ihm verbringe und er auch in meiner Gegenwart diese Veränderung an sich selbst erfährt. Stellte Hermine als Frage in den Raum, die Remus keinesfalls beantworten konnte, doch sie erwartete keine Antwort. Er hat gesagt, er sieht mich als eine Freundin, so wie er Lily damals als eine Freundin gesehen hat. Hier wurde Remus stutzig, doch er ließ sich nichts anmerken, fragte stattdessen. Hat er dir das gesagt? Nein, er hat es Harry gesagt, weil der danach gefragt hatte. Er wollte wissen, wie Severus mich sieht. Nur zu gut wusste Remus, dass sein alter Schulkamerad stets mehr in Lily gesehen hatte als eine enge Freundin, selbst als sie schon mit James verheiratet gewesen war. Seine Reaktion auf die Babydecke war bisher am stärksten. Er muss irgendein Erlebnis damit gehabt haben. Mutmaßte Hermine laut. Sie wandte sich Remus zu und fragte, obwohl sie selbst verneinen würde. Hat er das Geschenk persönlich übergeben? Nein, er hat es per Eule geschickt. Ich war dabei, als das Päckchen angekommen ist. Aber warum verbindet er so viel mit der Decke, wenn er sie nur besorgt und verschickt hat? Was kann so prägend gewesen sein, dass dieses bisschen Stoff ihn völlig aus der Bahn geworfen hat? Sie blickte abermals zum Buch, schüttelte den Kopf und fragte erbost. Warum zum Teufel gibt er mir weiterhin Hinweise, wenn ich mich nicht drum scheren soll, wenn er mich sogar davonjagen will? Ich bin wohl eine schlechte Freundin. Sie klang am Ende so traurig, dass Remus aufheiternd sagte. Das würde dir keiner deiner Freunde bestätigen, Hermine. Du kümmerst dich um deine Freunde und zeigst ihnen, dass sie dir nicht egal sind. Er konnte ihr damit ein Lächeln entlocken, doch das verstarb leider so schnell, wie es gekommen war. Empfindet mich als aufdringlich, sagte sie enttäuscht. Jetzt hör mal zu, Hermine. Wenn er wirklich Hilfe bei was auch immer von euch erwartet, dann wäre es doch gut möglich, denn es würde seinem Charakter entsprechen, dass er nicht involviert sein möchte. Er hat euch eine Aufgabe gegeben und erwartet, dass ihr sie alleine löst, weil er sich aus nicht ersichtlichen Gründen nicht mit der Problemlösung befassen kann oder will. Das wäre zumindest eine Erklärung dafür, warum er abweisend wird, wenn ihr ihn mit euren Fragen oder Entdeckungen konfrontiert. Genau das ist aber das Problem, erklärte Hermine verzweifelt. Wir haben zu wenige Informationen, um auch nur auf einen Lösungsansatz zu kommen. Ich weiß nur, dass er etwas sucht, das er wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen möchte. Reparieren möchte. Aber was soll das sein? Hat das mit seiner Augenfarbe und seinen Gefühlen zu tun? Und wenn ja, inwiefern? Seine Magie ist grau und ich weiß... Moment mal, Hermine, sagte Remus mit einer stoppenden Geste seiner Hände. Was ist mit seiner Magie? Sie biss sich auf die Unterlippe und lag nun nicht mehr mit sich selbst im Clinch. Neben dem Irrwicht war Severus' Magiefarbe wohl das Persönlichste, was sie je von ihm erfahren hatte. Sie würde ihn enttäuschen, sollte er eines Tages erfahren, dass sie Remus davon erzählt hatte. Hermine? Fragte Remus vorsichtig. Verdammt! Schimpfte sie sich selbst. Sie wollte es Remus sagen, denn oft war es schon vorgekommen, dass eine Bemerkung ihrer Freunde, selbst wenn es nur eine witzige Anmerkung von Ron gewesen war, ihr einen Denkanstoß in die richtige Richtung gegeben hatte. Sie schürte die Hoffnung, dass es heute mit Remus auch so sein könnte. Sie fragte sich, warum sie überhaupt Schuldgefühle hatte, denn wenn Severus, und danach sah es ja aus, tatsächlich die gesamte Arbeit auf Harrys und Hermines Schultern abgelegt hatte
und er sich selbst aus allem heraushalten wollte, dann müsste er damit rechnen, dass die beiden jede Möglichkeit wahrnehmen würden, sein Geheimnis zu lösen. Severus brauchte es nie zu erfahren, dass sie heute auch Remus eingeweiht hatte. Ich kann sehr verschwiegen sein, Hermine, versicherte er ihr, obwohl sie das durchaus wissen musste, denn er war der Einzige gewesen, mit dem sie über ihre Beziehung mit Ron gesprochen hatte, als ihr selbst noch nicht ganz klar gewesen war, warum es einfach nicht funktionieren wollte. Sie holte tief Luft, bevor sie fragte. Von meinem Farbtrank weißt du? Nichts Genaues, nur dass du daran forschst und deine Magie sichtbar machen kann. Sirius hat mir von dem Experiment mit Anne erzählt und Harry sagte mir, seine Farbe wäre Gold. Nickend bestätigte sie, bevor sie mit der Sprache rausrückte. Severus' Magie ist grau. Geduldig wartete Remus auf weitere Erklärungen, denn er kannte die Bedeutung der Farbe nicht. Grau steht für ein ausgelaugtes Innenleben, für kaum oder gar nicht vorhandene Empfindsamkeit und außerdem für eine verirrte oder verlorene Seele. Erst jetzt verstand Remus und es schockierte ihn zu hören, wie es um Severus stand. Die vielen kleinen Erkenntnisse, die Hermine hatte bereits zusammentragen können, ließen seiner Meinung nach tatsächlich darauf schließen, dass viel mehr hinter Severus' Verhalten zu stecken schien, als man im ersten Moment vermuten würde. Abrupt blickte sie auf das Buch und las den Titel mehrmals in Gedanken, bevor es ihr laut entwich. Bewusstsein mit Wahrnehmung und Sentiment. Natürlich muss es ein Hinweis sein. Sentiment ist nichts anderes als das Gefühl, die Emotion. Sie griff nach dem Buch, schlug es auf und überflog mit Hilfe ihres Zeigefingers die Inhaltsangabe. Als ihr Zeigefinger beim letzten Kapitel angelangt war, schüttelte sie ratlos den Kopf. Ich werde alles lesen müssen, erkannte sie seufzend. Wie soll man Gefühle trennen oder reduzieren können? Vielleicht sogar beschädigen, sodass sie wie eine kaputte Vase wieder zusammengeklebt werden müssen. Geht denn das überhaupt? Sucht er nach diesen Resten, weil er sie verlegt hat? Oder hofft er einfach, dass sie nicht vollständig zerstört sind? Remus wusste, dass sie keine Antwort von ihm erwartete. Und wenn er ehrlich zu sich selbst war, dann musste er sich als völlig ahnungslos bezeichnen. All das, was sie ihm erzählt hatte, war für ihn sehr interessant gewesen. Aber er hatte nicht einmal ansatzweise eine Idee, was Severus fehlen könnte oder wie ihm zu helfen war. Du kannst damit überhaupt nichts anfangen, sagte sie sehr ruhig. Denn sie hatte diese Tatsache längst an seiner Körpersprache ausmachen können. Er lächelte verschämt und schüttelte den Kopf. Das macht nichts. Es war gut, mit jemandem darüber zu reden. Es geht dir nicht aus dem Sinn, Hermine, nicht wahr? Auf der einen Seite ist es eine spannende Situation mit Severus, auf der anderen Seite möchtest du einfach nur helfen. Wenn ich wenigstens helfen könnte. Sie hielt inne, als Fellini abrupt von Remus Schoß sprang und mit hochgestelltem Schwanz zur Tür lief, bevor er seinem Frauchen einen fordernden Blick zuwarf. Was hat er? Wollte Remus wissen. Von Fellini schaute sie zu ihrem guten Freund hinüber und sagte flüsternd, dass es Severus wäre, der jeden Abend hier vorbeiginge. Remus zog fragend seine Augenbrauen in die Höhe, sodass sie erklärte, sie habe das erste Mal nur gedacht, dass Fellini raus möchte, und als sie die Tür geöffnet habe, stand Severus plötzlich vor ihr. Er ginge immer hier vorbei und dann die Treppen hinauf. Und wo geht er hin? Fragte Remus neugierig und gleichzeitig besorgt. Auf den Dachboden, da bin ich mir ganz sicher. Was befindet sich auf dem Dachboden? Ich weiß es nicht, Remus. Als ich ihm gesagt hatte, er könnte mich nicht daran hindern, auf den Dachboden zu gehen, da hat er mich mit seinem Stab bedroht, schilderte sie ihm mit leiser Stimme. War das die Situation, wo du in deiner Meinung nach zu sehr gereizt hattest? Sie nickte zustimmend. Seufzend stand Hermine von der Couch auf, um zur Tür zu gehen. Wohin gehst du?
Ich lasse nur Fellini raus, sagte sie und legte derweil schon die Hand auf die Türklinke. Warte. Remus näherte sich Hermine und ihrem Haustier und fragte, während er auf den Kniesel deutete. Geht er ihm nach? Sie lächelte und gab zu, es zu hoffen, aber leider nicht zu wissen. Lass mich einen Verfolgungszauber auf ihn legen. Wenn er Severus folgen sollte, dann wirst du wissen, wo er so spät abends noch hingeht. Der Dachboden ist groß. Mit großen Augen blickte sie ihn an, nachdem er diesen Vorschlag gemacht hatte. Schau nicht so. Er grinste breit, bevor er flüsterte und nicht sehr ernst sagte. Solche kleinen Tricks könnten eventuell weiterhelfen. Oder weißt du etwa, wo genau Severus hingeht? Sie verneinte wortlos. Noch nie einen Blick auf die Karte der Rumtreiber geworfen? Wieder schüttelte sie den Kopf. Remus zog seinen Stab, richtete ihn auf Fellini und sprach einen sehr einfachen Verfolgungszauber, den man später, wenn das Tier zurückgekommen war, auf ein Pergament übertragen konnte, auf welchem sich entweder eine Karte oder eine in Wort verfasste Wegbeschreibung befinden würde. Zur gleichen Zeit, im Mungus, befand sich Stan in einer kleinen Zwickmühle, denn Professor Juno, Professor Reynolds und leider auch Professor Puddle waren von dem Lärm in der Leichenhalle, der durch die zersprungene Flasche Feuerwhisky entstanden war, alarmiert gewesen. Vorhin, als Stan nach dem kleinen Schreck zur Leiche hinübergegangen war, da hatte er sehen können, dass sie sich fast unmerklich bewegte. Die Haut der Frau war nicht mehr grau gewesen, sondern etwas rosig und ihr Brustkorb hob und senkte sich regelmäßig, wenn auch nur sehr sanft. Sie hatte ihn mit klaren Augen angeblickt und mehrmals den Mund geöffnet, aber ein Ton war nicht über ihre Lippen gekommen. »Sie sind am Leben?« hatte er völlig verblüfft geflüstert. Mit beiden Händen hatte er ihr Gesicht gefasst und bemerkt, dass sich ihre Haut nicht wie die einer Toten anfühlte, wenn sie auch nicht sonderlich warm war, was er den hier herrschenden Temperaturen zuschreiben musste. Er hatte sich zu ihr gebeugt, damit er verstehen konnte, was sie ständig zu wiederholen schien, und endlich waren ihre schwachen Worte an sein Ohr gedrungen. »Pennies!« »Was?« fragte er verdattert nach. Doch da verlor ihr Gesicht abrupt wieder an Farbe und ihr Blick wurde stumpf. In just diesem Moment kamen die drei Professoren in die Leichenhalle gestürmt und Stan fand sich in der Verlegenheit, nicht nur die zerschellte Flasche zu erklären, sondern auch glaubwürdig zu schildern, was er erlebt hatte. Professor Puddles Blick fiel als erstes auf die am Boden liegenden Scherben und dem noch gut leserlichen Etikett eines preiswerten Fusels, woraufhin er den Mitarbeiter vorwurfsvoll anblickte. Stans Hände ruhten noch immer auf den Wangen der Frau. Bevor ihm jedoch einer von den dreien die Leviten lesen konnte, informierte Stan die Heiler. »Die Frau ist nicht tot! Sie hat gesprochen, mich angesehen und...« »Ja, halten Sie Ihren Mund, Sie Schnapsdrossel!« schimpfte Puddle. »Und nehmen Sie Ihre Hände von der Toten!« »Sie hat Ihren Kopf bewegt!« versuchte Stan den drei zu erklären. Im gleichen Moment, als er das behauptet hatte, war ihm klar geworden, wie die drei Professoren die Situation sehen müssten, denn sie würden davon ausgehen, dass er selbst den Kopf der Frau bewegt hatte. Langsam ließ er von ihrem eben noch warmen Gesicht ab, bevor er Puddle anblickte und sehr selbstsicher sagte, »Sie hat ihren Kopf bewegt und deswegen bin ich zu ihr gegangen.« »Ich habe genug!« Puddle war außer sich. »Morgen brauchen Sie nicht wiederzukommen! Und jetzt verschwinden Sie!« »Aber Sir!« »Hinaus!« Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.